Hier drauf schon und Leertaste. Leertaste, okay. Okay, eins dieser drei Kisten steht dein Name drauf. So halb. Ja, ich geschrieben, meine Heilige. Darfst du alles haben? Kann ich alles haben? Okay. Solltest du alles gleich mitnehmen? Okay, was macht dieses Cloak of Witch Virtue? Alle 10 Sekunden verhindert es einmal, dass du Schaden bekommst. Okay, und Vivian Flux Capacitator? Ist eine Batterie. Okay. Brauchen wir für den Bogen Pfeile? Nein. Ihr müsst gleich alle nur in euren Einstellungen eine Taste raussuchen. Warum ein Schild? Das Schild habe ich einfach hinterher gecraftet. Ich dachte, vielleicht könnte man es gebrauchen. Okay. Müsst ihr nicht mitnehmen. So, ihr müsst in euren Einstellungen jetzt muss ich kurz selbst nachgucken, von Draconic Evolution eine Taste raussuchen. Warte, ich muss mal kurz zum Maven gehen. Kann das nicht machen? Alter. Also, Place Item, Tool Armor oder Change Tool Config? Tool und Armor Config Wii. Ist bei mir das X. Das Maven, wo bist du eigentlich? Ach, hier, Maven. Soll ich dich mal kurz nerven? Auf I habe ich es gelegt. Ja, das ist eine Rüstung. Also Rüstung und Waffe könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Wenn ihr die Taste drückt, öffnet sich nämlich so gesehen euer Inventar. Alter, du hast voll richtig. Die Augenringe, ne? Ich weiß. Ich drück jetzt I, ja, das ist das Inventar. Das habe ich mir. Ja, aber und einige Sachen sind grün umrandet. Der hat die von Draconic. Also. Die Rüstung und deine Waffe kannst du einstellen, wie du willst. Ich würde dir empfehlen, bei dem Schwert so zu lassen, wie ich es. Also, das ist in Ordnung. Und den Bogen, einmal auf den Bogen einfach klicken. Ey, Melvin, hast du bestimmt Essen oder so? Hier, Ex. Ja, nimm Eier. Hab ich. Ich mag Eier. Ich öffne sicher so mehrere Sachen. Ja. Arrow of Draconic Fire. Hab ich. Einschalten. Hab ich. Danach hier? Arrow Base Damage komplett auf die rechte Seite ballern. Satanismus. Also 7% habe ich. Ja, und Arrow Velocity Modifier, also das direkt auf der rechten Seite davon, so 150 ungefähr. Ich habe ich. So, das sind so die Sachen, die ihr anmachen solltet. Und Velocity nicht zu hoch stellen, ansonsten dreimal schießen und ihr habt keinen Strom mehr für euren Bogen. Okay. Magnification braucht ihr nicht, das ist halt Aiming, aber die Aim-Funktion davon ist der Witz. Was ist denn bei der Chestplate Flight Lock? Dass du dauerhaft fliegst, würde ich einschalten für den Bosskampf. Okay, hab ich an. Flight Speed bleibt normal. Boost in Sprint, Critical Boost, nö. Eine andere Sache, die ich noch empfehlen könnte, ist auf dem Helm Night Vision On und Night Vision Lock On, dass du da Night Vision hast. Also Night Vision habe ich direkt an. Und daneben das Night Vision Locken auch. Okay. Wäre nur eine Empfehlung. Hose brauch eigentlich nicht. Was machst du eigentlich hier, Tarox? Ich will so einen Stern machen. Kriegt man eigentlich Fallschaden? So ein Hexagon. Nein. Okay. Das habe ich auch schon versucht. Ich kann's nicht. Ja, dann gib mir Schissel hier. Wir müssen noch auf Melvin warten, der seine Geschenke abholen muss und seine Sachen einstellen sollte. Oh, genauso wie in Tyrox. Hier ein Stone Chisel, der geht. Ich muss erst mal das restliche Zeug aus dem Inventar holen. Doch, ich flieg richtig. Ich muss noch mal kurz zurück. Ich hab vergessen, Screenshots zu machen. Sachen. Hä, was machst du? Warte, ich hab hier so einen Kumpel. Ja, es geht. Gut, dann chisel du mal deine Chisel. So, Grassblock, ernsthaft? Hab ich jetzt. Ach, egal. Ernsthaft. So, Tyrox, hast du die Sachen auch schon eingestellt, die ich empfohlen habe? Wie hast du sie eingestellt? Boah, der hat nicht zugehört. Nein, so. Ich nicht.
Hast du zugehört, was du überhaupt für eine Taste raussuchen sollst? Was für eine Taste? So, du gehst in die Option, in die Controls. Jo. Ich erkläre es jetzt nur noch einmal, also Melvin auch zuhören am besten. Was? Das ist Draconic Evolution? Genau, und dann Tool und Armor Config GUI. Raussuchen, welche Taste, und wenn du willst, umbelegen auf eine Taste, die für dich angenehmer ist. Die Taste brauchst du eigentlich nur ein, zweimal. Naja, das geht Minus als Beispiel. So, dann drückst du diese Taste. Eröffnet sich dein Inventar und einige Sachen sind grün umrandet. Jo. So, wir gehen jetzt von oben nach unten durch. Du klickst den Helm an. Jo. Night Vision an und Night Vision Lock auch an. Ja, dann kann ich hier so dann kann ich das off. Genau, dann wieder schließen. So, dann als nächstes. Warte. Nächste Empfehlung von mir. Mhm. Muss nicht, das ist einfach nur eine Empfehlung. Bei der Brustplatte den Flight Lock einschalten und wenn du willst, den die Fluggeschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Also den Flight Lock aktivieren. Es ist für den Bosskampf ist das auf jeden Fall ein Vorteil, dass du dauerhaft fliegst und nicht aus Versehen irgendwo runterfallen kannst. Okay. Und Flight Lock, ne? Mhm. Flight Speed kannst du so lassen, wie es ist. Hose, Schuhe in Ruhe lassen. Da musst du nichts umstellen. Den Draconic Step of Power, beziehungsweise bei euch ist es das Schwert, in Ruhe lassen. So, den Draconic Bow. Warte. Leggings und Schuhe? In Ruhe lassen. Okay. Musst du nichts umstellen. Nee, das Schwert auch. Das Schwert auch. Also hier ist nur noch den Bogen. Genau, und dann machst du Arrow of Draconic Fire an. Mhm. Arrow Base Damage komplett auf die rechte Seite, das müsste 7,0 sein. Mhm. Und Arrow Velocity Modifier auf 150 ungefähr bringen. Und Leute, bitte nicht unnötig gerade Strom verbrauchen, weil die müssen wir jetzt gleich nochmal im Notfall aufladen. Meine ist noch komplett voll. Ja, es zählt aber an alle. Das hat jetzt keinen an. Das hat halt auch gerade ernsthaft nichts abgezogen. Irgendwie. Bei mir. Ja, höchstens minimal wird das was abziehen. Wobei ich glaube, Tyrox hat hier einen Wireless Charger, wodurch das Ding hier die ganze Zeit aufgeladen wird. Cool. Ich habe ihn zumindest irgendwann mal hier einen aufgestellt. Weil er immer zu mir rüber geflogen ist zum Aufladen. Auch wenn ich seinen Wireless Charger nicht mehr sehe. Du weißt, dass es irgendwann anfängt zu laggen, je weiter du fliegst. Ich flieg einfach immer hin und her. Deswegen habe ich Melvin? Den Speed auch gar nicht erst reingemacht. Holst du deine Sachen auch ab? Ja. Jeden. Moment. Du musst einfach nur Shift drücken, ich bring dich zu mir. Zu deinen Geschenken. Shift drücken. So, eine der Kisten ist für dich hier vorne. Ich hab grad mega Spaß. Ja, man sieht's auf der Minimap. Am besten alles davon anlegen. Ich bring dich auch wieder zurück zu den anderen, wenn du Shift drückst. Oh, Traum. Hast du zugehört gerade, was ich gesagt habe zu den Einstellungen? Ja. Das ist Melvin, der uns zuhören, ist klar. Oh. Drück mal X. X, was ist. Oh. Er sollte sich ein Inventar öffnen, richtig? Ja. Sachen sind grün umrandet. Genau. So, Helm anklicken. Ja. Night Vision an und Night Vision Lock auch einschalten. Ja. Escape drücken, nochmal X drücken. Ja. So, Brustplatte anklicken. Ja. Als Noob-Schutz Flight Lock einschalten. Ja. Wenn du willst, Speed Modi für den Flug ein bisschen erhöhen. Speed muss nicht erhöht werden, kannst du machen. Okay. Es ist, dass du schneller fliegst. Wenn du fertig bist, wenn du zufrieden bist, Escape wieder X drücken. Dann auf den Bogen weg, gehen wir zum Bogen über, weil die anderen Sachen musst du nicht umstellen. Auf den Bogen. Genau. Arrow of the Draconic Fire einschalten. Ja. Arrow Base Damage
auf 100, also auf komplett rechte Seite 7,0 steht da dann. Ja. Arrow Velocity Modifier auf 150 setzen. Ja. So, dann ist jetzt alles eingestellt vernünftig. Gut. Hui! Den werden wir nie wiedersehen. So, wenn Ike sagt, es ist in Ordnung, können wir starten, können wir zum Boss abhauen. Wir können auch 5 Minuten warten, dann kann ich das in der nächsten Folge machen. Ich würde jedem von euch raten, noch was zu essen mitzunehmen. Ich habe 47 Bacon and Eggs und 64 Eggsalat, das reicht. So, die nehme ich mir noch mit. Und aber ich muss definitiv die Geschwindigkeit runterstellen. 600% ist doch ein bisschen zu krass. Oh. Ich flieg mit 150 maximal. Nee, das ist ja jetzt bei der Chestplate, da kannst du ja bis auf 600 hochpushen. Ja, ich flieg mit 150 Geschwindigkeit bei der Chestplate. Bei... Die Hose hat... Hose habe ich 200% drin. Die Hose ist nicht, zählt in der Fall nicht, wenn du Flightlock drin hast. Die Hose ist laufenderweise. Okay. Dann einmal hier. Und bevor wir starten, gehen wir bitte einmal alle zu mir, dass wir auf jeden Fall nochmal kurz aufladen. 100. Weil ich will mit vollen Energiebatterien anlaufen. Rüstung voll, ja. Bogen voll, ja. Ich muss mein Chisel Shit wegmachen. Dann mach das mal weg. Sagt sich so einfach. Ja. Mein Giga Breaker. Mein Gay Shield. Das stimmt ja. Ein bisschen B schadet nie. Genau. Warum ist meine Maus jetzt so langsam? So, jetzt. 2 Emeralds. Habe ich die nicht. Moment. Rockstar, dance until I drop.